Erst kam Donkey und Diddy Kong. Dann Diddy und Dixie, Dixie und Kitty, Mario und Yoshi. Okay, 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 ihr wisst, was ich meine. Aber warum ich euch das erzähle? Weil es nach Donkey Kong Country ein neues Spiel von Rare gibt. Ein neues dynamisches Power-Duo, das mächtig Spannung in eure N64-Konsole bringen wird. Banjo-Kazooie! Das coolste, headbangende, schnabelbrechende, rumfliegende, steinhüpfende, eierwerfende Duo, das es je gab! In einem neuen Spiel, so voller Spannung und Gefahren, Zauber und Geheimnissen, dass ihr gar nicht mehr aufhören wollt zu spielen. Worum es geht? Folgendes ist passiert. Tootie, Banjos kleine Schwester, wurde von der hässlichen und bösen Hexe Grunthilda entführt, weil Tootie so bezaubernd schön ist. Und jetzt plant Grunthilda mit ihrer super-duper warzensanften Dingsbumsmaschine die Schönheit aus Tootie rauszusaugen, um sie auf sich zu übertragen. Deshalb müssen Banjo und Kazooie jetzt die neuen mysteriösen Welten in Grunthildas Höhle durchqueren und dabei Geheimnisse entdecken, schreckliche Gegner besiegen, Puzzle lösen und vieles mehr, um Tootie wieder nach Hause zu bringen. Klingt kompliziert? Ist es auch. Denn in jeder Welt sind 10 Puzzleteile versteckt. Sie passen zu dem Puzzle, das in Grunthildas Höhle hängt. Und erst wenn ihr ein Puzzle gelöst habt, könnt ihr in die nächste Welt kommen. Klingt einfach? Ist es aber nicht. Doch zum Glück bekommen unsere Helden während ihres Abenteuers auch Hilfe. Zum Beispiel von Mumbo Jumbo. Er verwandelt Banjo und Kazooie in die verschiedensten Tiere, damit sie auch an Orte kommen, die sie ansonsten vergessen könnten. Und dann ist da noch Bartels der Maulwurf. Er bringt euch neue Bewegungen bei, mit denen ihr aus euren Schwierigkeiten wieder rauskommt. Außerdem müsst ihr noch die verschiedensten Dinge einsammeln, zum Beispiel Musiknoten. Damit könnt ihr euch in Grunthildas Höhle frei bewegen. Jinjos findet 5 davon in jeder Welt für ein Puzzleteil. Vergesst nicht, Eier als Munition zu sammeln, um damit Feinde abzuwehren. Und sucht die goldenen Banjo-Statuen. Sie bringen einen Extraversuch. Mit roten Federn könnt ihr fliegen, goldene Federn machen euch unverwundbar und mit Honigwaben könnt ihr eure Lebensenergie aufladen. Und all das braucht ihr auch, denn ihr seid dabei, ein paar sehr krasse Welten zu besuchen. Schaut es euch an! Mumbo's Mountain. Hier fängt der schnabelbrechende, eierwerfende Mumbo-Jumbo-Spaß an. Wer Lust auf Abenteuer hat, ist hier genau richtig. Und ihr lernt hier alle möglichen neuen Moves. Aber seid gewarnt, Mumbo's Mountain ist der totale Affenzirkus. Eine falsche Bewegung kann euer Ende bedeuten. Treasure Trove Cove. Eure Badetücher könnt ihr ruhig zu Hause lassen, denn in Treasure Trove Cove habt ihr keine Zeit zum Sonnenbaden. Eine ganze Horde von schnappenden Schalentieren und wütenden Krabben wartet auf euch. Und es liegt nur an euch, durch diese Welt zu kommen. In einem Stück. Das Meer sieht zwar einladend aus, aber ein Schwimmversuch hier kann euer letzter sein. Clankers Cavern. Die rostigen alten Rohre und das verdreckte Wasser in Clankers Cavern werden schon dafür sorgen, dass ihr euch keine falschen Hoffnungen macht. Denn diese abscheuliche Unterwelt ist voll mit fiesen, fischigen Figuren, die euch liebend gerne beißen möchten. Also tief Luft holen und los! Denn unter Wasser warten rasiermesserscharfe Fallen und jede Menge Abenteuer darauf, euch die Luft abzudrehen und euch dann eurem Schicksal zu überlassen. Bubble Goop Swamp. Ihr braucht euch nicht abzutrocknen für die nächste Welt, denn in Bubble Goop Swamp wird es extrem schleimig. Dieser blubbernde, dunkle, stinkende Sumpf ist voll mit bissigen Piranhas, giftigen Sumpffröschen und hungrigen Krokodilen. Und alle warten auf Banjo und Kazooie. Ihr braucht all eure Kraft und Geschicklichkeit, um diesen Sumpf zu überleben. Denn hier hat euch jeder zum Fressen gern. Freeze Easy Peak! Versucht nicht, euch hier rauszumogeln, denn in Freeze Easy Peak könnt ihr schon mit einem falschen Schritt in einem See landen, der euch eiskalt die Luft nimmt. Und wenn euch das noch nicht reicht, versucht mal mit einem Schneemann zurechtzukommen, der euch mit Schneebällen eindeckt. Nein, dieser Platz ist kein Ferienlager, denn die Dinge, die Banjo und Kazooie hier begegnen, werden euch nicht nur eine gehörige Gänsehaut verpassen. Also seid immer auf der Hut!
Gobi's Valley. Dann geht es aus dem Gefrierfach direkt ab in die Hitze. In Gobi's Valley. Ein Wüsteninferno, das so schrecklich heiß ist, dass sogar Gobi selbst es unerträglich findet. Und Gobi ist ein Kamel. Sei immer auf der Hut in diesem Backofen voller kochendem Sand und mumifizierter Hände, die nur darauf warten, hervorzukommen und euch aus der Sonne zu holen. Sonst ist die nächste Fata Morgana, die ihr seht, vielleicht auch die letzte. Mad Monster Mansion. Es ist Nacht, und zwar für immer, in Mad Monster Mansion, der verfluchtesten Villa, die es je gab. Hier werdet ihr Albträume bekommen, denn ihr müsst euch mit einem ganzen Haus voller Geister, Skelette, Fledermäuse und Schlimmerem herumschlagen. Ein ganzes Rudel ziemlich ekliger Gesellen hängt in diesem verhexten Haus rum und sorgt dafür, dass euch ein ordentlicher Schauer über den Rücken läuft. Rusty Bucket Bay! Als nächstes landen unsere Helden auf der HMS Grundhilda. Und da werden sie verdammt schnell merken, dass sie nicht auf ihrem Traumschiff sind, sondern in Rusty Bucket Bay. Es sieht so aus, als hätte alles und jeder an Bord es auf euch abgesehen. Also seid vorsichtig, sonst geht ihr mitsamt dem ganzen Kahn unter. Und seid auf der Hut, wenn ihr dieses Wrack vom Schornstein bis zur letzten Kiste untersucht. Denn ihr könntet ein Schicksal finden, das unangenehmer ist, als über die Planke zu gehen. Click, Clock, Wood. Wenn du denkst, das war's jetzt, denk da lieber nochmal drüber nach. Denn jetzt müsst ihr durch Click, Clock, Wood, die schwerste aller Welten. Erst dann trefft ihr auf die gemeinste Warzenhexe des Westens. Und das ist kein Spaß. Auch eure grauen Zellen müsst ihr in Bewegung setzen, denn hier trefft ihr neue, gewitzte Bösewichte. Aber auch ein paar bekannte Gesichter warten noch vor eurer endgültigen Konfrontation mit Grundhilda. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt so ungefähr, worum es geht. Ihr müsst Banjo und Kazooie helfen, von einer Welt in die nächste zu gelangen, alle Rätsel lösen, alle Puzzleteile finden und natürlich die kleine Schwester retten. Aber um es euch nicht so ganz schwer zu machen, hier noch ein paar kleine Tipps, die vielleicht hilfreich sind auf eurem Weg durch die verschiedenen Welten. Erstens, schreibt alles auf, was Grundhilda zu euch sagt. Ihr braucht es, um später im Spiel Fragen zu beantworten. Aber denkt dran, jedes Mal, wenn ihr spielt, können sich die Antworten ändern. Also passt auf. Zweitens, findet Cheeto das Zauberbuch in Grundhildas Höhle. Er gibt dir Cheats für rote und goldene Federn und blaue Eier. Du findest Cheeto gleich neben dem Eingang zu Bubblegoop Swamp. Und drittens, statt vor den Geistern in Mad Monster Mansion davonzulaufen, benutze die goldenen Federn, um gegen sie zu kämpfen. Diese Tipps werden hilfreich sein, um Tutti zu befreien und im Kampf gegen die Hexe Grundhilda zu bestehen. Aber ihr könnt mir glauben, es gibt kein besseres Duo als Banjo und Kazooie, um Grundhilda gründlich in ihren warzigen Hintern zu treten. Sie sind vielleicht nicht Derek und Harry, aber dafür machen sie doppelt so viel Spaß. Also worauf wartet ihr? Auf das Fledermauszeichen? Banjo und Kazooie sind die Namen, die ihr euch merken müsst. Das beste Spiel, seit sich Donkey mit Diddy zusammengetan hat. Banjo Kazooie ab 24. Juli im Handel von Nintendo und Rare.